Herzlich willkommen zum zweiten Messetag der Hannover Messe 2016. Hier in Halle 27 berichtet die BHKW Infothek für Sie auch heute wieder von den Podiumsdiskussionen. Die erste Diskussionsrunde heute soll unter dem Thema stehen KWK und KWKK in der Immobilienwirtschaft, Potenziale und mögliche Geschäftsmodelle. Beide Themen sind für sich genommen irrsinnig spannend aus unserer Sicht, denn wir, die wir uns hauptsächlich mit Mikro- und Mini-KWK befassen, haben die Wohnungswirtschaft als ständige Nuss, die es zu knacken gilt, vor uns. Und diese Nuss ist bis heute nicht geknackt worden. Es fehlen die Geschäftsmodelle, um BHKW in Mehrfamilienhäusern zu installieren und auch Bewohner mit Strom zu versorgen. Hier sind so Stichworte Bewohnerstrom- oder Mieterstrommodelle. Die Kraft-Wärme-Kältekopplung auf der anderen Seite ist auch ein irrsinnig spannendes Thema. Hier ist die Mutationskälteanlage in den letzten Jahren von zwei Herstellern was vorgestellt worden, was auch im ganz kleinen Leistungsbereich zur Kühlung von Gebäuden benutzt werden kann. Und insbesondere im Premium-Bereich von Gebäuden ist Kühlung heute ein Thema, auch im Wohngebäudebereich, nicht nur in Büro- und öffentlichen Gebäuden. Es diskutieren hier für Sie heute Jörg Behrens, Referent vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen, Hagen Fuhl, Vizepräsident des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung und Prokurist des BHKW-Herstellers Senatec, Henning Metz, Leiter Vertrieb bei RMB Energie. RMB Energie ist auch so freundlich, die Aufzeichnung dieser Podiumsdiskussionen zu sponsern. Von daher auch nochmal unser Dank hier an RMB Energie dafür. Sowie Dr. Heidrun Schalle in Vertretung für das Bundesumweltministerium, Roland Weidner, Präsident von Green Chiller, einem Verband für Sorptionskälte. Moderiert wird die Diskussion für Sie von Detlef Hinderer. Er ist Redakteur bei der Zeitschrift Der Facility Manager. In diesem Sinne bleibt mir nur, Ihnen viel Freude bei den Diskussionen und einen guten Erkenntnisgewinn zu wünschen. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir wollen zusammen, gemeinsam, kontrovers, aber hoffentlich mit einem positiven Endergebnis diskutieren. Ich darf Ihnen vorstellen, von Ihnen aus gesehen ganz links, Herr Henning Metz, Leiter Vertrieb RMB Energie GmbH und Hersteller von Premium-Blockheizkraftwerken. Gleich daneben der Herr Hagen Fuhl, Vizepräsident des Bundesverbands Kraft-Wärme-Kopplung e.V. Rechts neben mir Jörg Behrens, Referent für Planung und Technik beim Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V. Und in dem Fall Ladies Last, Entschuldigung, die Frau Dr. Heidrun Schalle. Sie arbeitet für das Bundesumweltministerium. Wir wollen positiv anfangen, hoffentlich auch positiv enden. Deswegen an Sie, Herr Metz, die Frage. Wir haben alle miterlebt, dass zum Jahresanfang die Anforderungen der Energieeinsparverordnung sich wieder mal um 25% verschärft haben, verschärft wurden. Das sind ambitionierte Ziele in Richtung Energiewende. Die hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung kann da sicherlich einen Beitrag leisten. Deshalb die Frage an Sie, spüren Sie das bereits in Ihren Auftragsbüchern? Was wir in unseren Auftragsbüchern spüren, ist auf alle Fälle ein Aufschwung, nachdem auf den ersten Blick eine gewisse Rechtssicherheit mit dem neuen KWKG 2016 gegeben ist. Ob wir jetzt auch schon direkt die Verschärfung aus der NF 2016 sehen, das wage ich im Moment noch zu bezweifeln, weil ich glaube, dass bei ganz vielen Planern, Architekten und Ingenieuren der Gedanke der Kraft-Wärme-Kopplung zur Erfüllung der NF-Ziele noch gar nicht so gesetzt ist, wie es eigentlich in Zukunft sein dürfte. Da die Kraft-Wärme-Kopplung erhebliche Potenziale bietet, hocheffizient in der eigentlichen Liegenschaft, direkt vor Ort, dezentral die Energiebedarfe der Gebäude zur Verfügung zu stellen. Frau Dr. Schalle, wir haben es gehört, große Potenziale, Kraft-Wärme-Kopplung senkt dank des sehr guten Gesamtwirkungsgrads ja die CO2-Emissionen, das dürfte bekannt sein. Die dezentrale Stromerzeugung hat den Vorteil, dass sie die Netze nicht belastet. Nun unterstellen aber manche Leute bereits der Bundesregierung, dass sie das Ziel bis 2020, den Anteil an der Stromerzeugung durch KWK auf 25% zu heben, ein wenig aus dem Auge verloren hat. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Erstmal gebe ich Ihnen natürlich recht, dass die KWK einen Beitrag zur Energieeffizienz leistet, zweifellos. Deswegen unterstützt die Bundesregierung die KWK auch durch das von Ihnen angesprochene Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWKG.
Die Zieldiskussion ist mir wohl bekannt aus dem letzten Jahr, als das KWKG novelliert wurde. Wir haben uns da ausführlich darüber auseinandergesetzt, wie wir das jetzt machen. Und in der Tat, Sie haben es ja angesprochen, wurde von einem prozentualen Wert 25% auf einen absoluten Ausbauwert quasi umgeschwenkt. Wir haben uns letzten Endes im Grunde genommen aufgrund eines Kompromisses dafür entschieden. Wir müssen quasi einerseits natürlich die Beiträge der Kraft-Wärme-Kopplung zur Energieeffizienz sehen. Andererseits, es ist meine Rolle quasi auch darauf mal hinzuweisen, muss das Ganze ja bezahlt werden. Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, quasi diese Fördersumme, die dort zur Verfügung gestellt wird für den Ausbau der KWK, wirkt sich eben 1:1 dann auch auf die Rechnungen der Stromverbraucher aus. Und wir haben jetzt sozusagen diese Zielsetzung etwas angepasst. Wir werden 2020 jetzt wahrscheinlich so bei 21-22% Anteil landen, einfach auch aus dem Grund, um hier quasi auch im Rahmen der Kostenverträglichkeit zu operieren. Herr Behrens, als Vertreter der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, wir sind immer noch im positiven Bereich, deshalb reden wir über die Chancen. 40% des Gesamtenergiebedarfs wird für die Wärmeerzeugung aufgebracht, rechnet uns der Bundesverband der deutschen Heizungswirtschaft vor. 2,3 Millionen Mehrfamilienhäuser über 3 Wohneinheiten zählen wir in Deutschland. Ist das nicht ein enormes Potenzial einerseits und ist nicht andererseits von Marktdurchdringung noch gar nichts zu spüren? Noch gar nicht, würde ich nicht sagen. Also es gibt einige Unternehmen, die inzwischen erfolgreich KWK einsetzen. Die Zahlen will ich mal so stehen lassen. Man muss immer sehen, wer diese Zahlen zusammengetragen hat. Und natürlich muss man auch sehen, alle Mehrfamilienhäuser sind nicht gleich. Das heißt, es müssen schon gewisse technische Voraussetzungen auch so vorhanden sein, dass dort eben tatsächlich ein Blockheizkraftwerk eingebaut werden kann. Das Potenzial ist da. Es gibt sehr gute Beispiele. Dennoch haben wir eben immer noch seit Jahren halt Hemmnisse aus dem steuerlichen Bereich, warum eben unsere Unternehmen KWK nicht in dem Maße umsetzen würden oder umsetzen können, wie sie es gerne würden. Hemmnisse aus dem steuerlichen Bereich, können Sie da konkret? Ja, und zwar sind viele unserer Mitgliedsunternehmen genossenschaftlich organisiert und in dem Moment, wo sie anfangen, Strom zu erzeugen und diesen eben weiterzugeben, sprich eben auch ihren Mietern zur Verfügung zu stellen, zu verkaufen, greift die erweiterte oder sind sie gewerbesteuerpflichtig für diesen Bereich und die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, die eben unsere Unternehmen als Privileg dort haben, die Genossenschaften, das würde dann wegfallen. Und in dem Moment ist das Ganze nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Da ist aber im Augenblick Bewegung drin. Also es kann sein, dass es da eine Kehrtwende gibt. Aber es ist wirklich ein Thema, was sich seit über 10 Jahren schon durchzieht. Lassen Sie uns nicht vergessen, über alternative Vertriebskonzepte zu reden. Ja. Danke. Herr Fuhl, Vizepräsident des Verbands, dessen eines der Anliegen Ihres Verbands sind faire Rahmenbedingungen für Kraft-Wärme-Kopplung und Kraft-Wärme-Kältekopplung. Wir haben steuerliche Hemmnisse gerade davon gehört. Wo liegen aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Mängel, die den Marktdurchbruch, ne? Marktdurchbruch würde ich nicht sagen, da haben wir bei Kraft-Wärme-Kopplung schon Erfolge zu verzeichnen. Aber wo sollte man noch Hemmnisse beiseite räumen? Also wir sehen ganz klar, auch die steuerliche Abschreibung, die war ja noch im letzten Jahr noch ganz groß auf der Verhandlungsliste gestanden. Die ist leider gestrichen worden. Wir sehen auch hier ein Riesenpotenzial, hier über eine steuerliche Abschreibung genug Impuls zu geben in den Markt hinein, dass entsprechende hocheffiziente Technologien wie die Kraft-Wärme-Kopplung und die Kraft-Wärme-Kältekopplung endlich auch zum Tragen kommen. Darüber hinaus muss man natürlich auch noch sehen, ist es auch wichtig, dass man Rahmenbedingungen schafft innerhalb der Gesetzgebungen, die jetzt zum Beispiel anstehen. Ich denke zum Beispiel an das sogenannte Mietermodell. Da gehört eigentlich das ganze
fest installiert, das ist unsere Forderung, fest installiert in das Energiewirtschaftsgesetz oder sprich auch das Strommarktgesetz. Denn wir haben ein Riesenpotenzial, gerade auch im Wohnungsbaubereich. Wir gehen von einem Potenzial von 3,4 Millionen Wohnungen aus, die wir mit dezentraler Energieversorgung und auch mit Kraft-Wärme-Kältekopplung versorgen könnten. Und das würde ungefähr ein Potenzial von über 3,5 Terawattstunden an Stromerzeugung bedeuten. Mieterstrommodelle sind momentan am Kommen, sind momentan an der Umsetzung, aber es fehlt an rechtlichen, sagen wir auch juristischen Langzeitbedingungen, Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, sozusagen für die Akteure, die in Mietstrommodelle investieren wollen, dass sie letztendlich auch langfristig investieren können. Aber hier haben wir einen Mangel erkannt, Frau Dr. Schalle. Wo ist der Hebel, den Mangel zu beseitigen? Mieterstrommodelle? Ja, da wurden ein paar Punkte schon angesprochen. Da wollte ich auch gerne drauf eingehen. Das eine ist die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, glaube ich, ist der Fachbegriff. Bin kein Steuerrechtler insofern. Das ist ein Thema, das jetzt gerade, wie von Ihnen schon gesagt, etwas wieder in Bewegung gekommen ist. Da gibt es eine Bundesratsinitiative zu ermöglichen, dass künftig Wohnungsbauunternehmen auch Strom an ihre Mieter in ihren Wohnungen vertreiben können, der dort vor Ort in KWK beispielsweise produziert wird, ohne dieses Privileg einzubüßen. Wir als Haus, ich kann nur für das BMUB, also Bundesumweltministerium, sprechen, haben diese Initiative positiv begleitet und unterstützt bisher. Wir sprechen uns dafür aus, dass quasi diese Privileg dafür die Wohnungsgesellschaften dann erhalten bleibt, weil wir denken, dass der Klimaschutzbeitrag und der Beitrag zur Ausbau von effizienter Stromversorgung durch KWK beispielsweise sehr wichtig ist und das ein sehr guter sozusagen Anlass wäre, das nach vorne zu bringen. Ich darf aber auch ganz vorsichtig anmerken, dass das innerhalb der Bundesregierung nicht in allen Ressorts so gesehen wird. So viel vielleicht zu dem Thema. Deswegen, da besteht innerhalb der Bundesregierung noch Diskussionsbedarf, aber wir sind dabei. Zum Zweiten von Herrn Fuhl angesprochen, Mieterstrom. Da kann ich Herrn Fuhl völlig verstehen, dass er das kritisiert, dass dort kein verlässlicher Rahmen geschaffen wurde, dass der fehlt, dass insofern auch die langfristigen Investitionsperspektive nicht gegeben ist. Auch das haben wir als Haus öfter schon versucht anzuregen. Sehe ich auch hier aus meiner Sicht Handlungsbedarf. Da müssen wir dranbleiben, da gibt es noch etliches zu verbessern. Ich darf aber hinweisen, dass wir zumindest mit dieser Initiative Gewerbesteuer, Stichwort, als auch im KWKG Möglichkeiten doch geschaffen haben, auch zur lokalen Versorgung der Mieter vor Ort. Also so, dass das jetzt gar nicht möglich ist, ist es eben auch nicht. Verbesserungspotenzial, ja, auf jeden Fall. Herr Fuhl, das Thema Contracting gehört in dem Zusammenhang sicherlich genannt. Wäre das die Lösung? Sind hier die Spezialisten, die Kraft-Wärme-Kopplung, Kraft-Wärme-Kältekopplung Projekte umsetzen können unter den aktuellen Rahmenbedingungen? Ja, auf alle Fälle Kontraktoren. Dazu zähle ich vor allen Dingen auch Stadtwerke, Energieversorgungsunternehmen, könnten durchaus in das Thema der Energieversorgung, der dezentralen Energieversorgung in Wohnbauobjekte einsteigen. Und da habe ich eben das angesprochen, das Mietermodell ist auch wichtig, an dieser Stelle auch wichtig, dass man den bürokratischen Aufwand, den man immer noch hat, um das zu reduzieren, um das wirklich auch zu installieren, der ist immens groß, der schreckt viele Investoren ab. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sehen, käme ein erheblicher Impuls auch dadurch zustande, wenn man solche Akteure, die tatsächlich hier hocheffiziente Technologien
investieren in hocheffiziente Technologien, um dezentrale Energielösungen zu schaffen, in sogenannten Objektversorgungen, dass man die auch gleichstellt mit denjenigen, die ihren Strom Selbsterzeugung auch selbst verbrauchen. Das wäre ein großer Fortschritt. Das würde hier einen Riesenimpuls, gerade im Wohnungsbaubereich, initiieren. Und dieser Impuls, der fehlt uns leider noch. Wenn Sie daran denken, wir wollen bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland schaffen. Wir haben eine Sanierungsrate unter 1%. Das heißt, wir schaffen es aus heutiger Sicht einfach nicht. An der Stelle müssen die Weichen jetzt gestellt werden, wenn es die Bundesregierung ernst meint mit ihren Klimazielen, dass wir tatsächlich sozusagen hier bis 2050 diesen klimaneutralen Bestand schaffen. Und der wird ohne die KWK nicht machbar sein aus unserer Sicht heraus. KWK ist ein idealer Partner zu erneuerbaren Energien. Das zeigt sich übrigens auch in den Mietermodellen. Das heißt, hier haben wir eine ideale Ergänzung zwischen Photovoltaik im Sommer und in den Winterperioden wird die Kraft-Wärme-Kopplung die Energieversorgung in den Gebäuden übernehmen. Also eine ideale Ergänzung. Und das, glaube ich, ist eigentlich auch das Ziel, muss es sein, dass man hier Möglichkeiten schafft, Akteure miteinander zu kombinieren und nicht auseinanderzubringen. Akteure miteinander kombinieren, Akteure aktivieren. Ich frage mich immer, wenn wir davon reden, wir müssen schaffen. Wer macht den ersten Schritt? Termit? Welche Produktkategorien, welche Leistungskategorien bei Blockheizkraftwerken sind heute schon wirtschaftlich? Kann man definitiv sagen, das ist zu empfehlen. Wo ist der Ansatz, um konkret aktiv zu machen? Ich wäre da mit meiner Aussage ein bisschen vorsichtig, so ganz generell zu sagen, welche Größenordnung funktioniert, welche funktioniert nicht. In der Vergangenheit hat man gesehen, dass so die Hauptkunden Betriebe waren, Hotels, Altenpflegeheime, kleine mittelständische Bäckereien, Schlachtereien und so weiter, wo ein BHKW immer in der Lage war, die Grundlast an Strom zu decken und auch die Grundlast an Wärme zu produzieren. Weil der Hauptvorteil der Kraft-Wärme-Kopplung, es gibt das Wort ja auch schon her, ist einfach die kombinierte Erzeugung von Strom und Wärme, die dann auch im allerbesten Falle dann den Fremdbezug verdrängt. In den kleineren Leistungsbereichen wundert es uns als Hersteller immer, dass der Kunde bereit ist, bei einer Heizung oder bei einer elektrischen Wärmepumpe zu akzeptieren, dass dieses Gerät immer nur Geld kosten wird. Sobald das investiert ist, weiß man, das wird über sein Leben lang immer nur Geld kosten. Ich würde in den Raum stellen, dass, wenn sie nicht völlig falsch ausgelegt ist, jede KWK-Anlage im Rahmen ihrer Lebenszeit mindestens das Potenzial hat, die Investition wieder einzuspielen. Immer mit dem Sahnehäubchen, sei es über ein Mieterstrommodell, wirklich auch für eine positive Rendite bei einer Anlageninvestition zu sorgen. Und da sind wir auch bei einigen Projekten, wo wir angefragt werden aus der Wohnungswirtschaft, wo man das Pferd andersrum aufzäumt und sagt, so, ich muss nach NF 2016 was tun, ich muss ein Bestandsgebäude sanieren, die Sanierung kostet mich einen Faktor X. Durch die Installation eines BHKWs bin ich aber in der Lage, über die Laufzeit die Mehrinvestitionen, die zum Beispiel durch eine thermische Gebäudesanierung in der Außenhülle auf mich zukommen, durch den positiven Effekt des BHKWs abzufedern. So eine ganz generelle Aussage, ab welcher Größenordnung lohnt es sich nicht, da würde ich mich fernhalten. Sie brauchen einen professionellen Partner, der die Anlage so auslegt, dass sie im Normalfall die Grundlasten des Stromes und der Wärme für sie bereitstellt. Und dann sind sie auch immer in der Lage, einen positiven Effekt in der Wirtschaftlichkeit durch die Investition einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage darzustellen. Ein klares Statement von der Herstellerseite. Wie sieht es vom Anlagenbau aus, Herr Fuhl? Das Handwerk, können wir da auf das zählen? Ist der Ausbildungsstand im installierenden Handwerk ausreichend für Kraft-Wärme-Kopplung? Also wir sehen natürlich noch erhebliches Potenzial hier im Fachhandwerk, auch bei den Planern, Energieberatern, was das Thema dezentrale Energieversorgung mit Kraft-Wärme-Kopplung versteht. Auch die Möglichkeiten, die Einsatzmöglichkeiten sind noch nicht überall so angekommen.
auch die Möglichkeiten, die sich jetzt mit der Kraft-Wärme-Kopplung auch in Zukunft geben, mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen Möglichkeiten, hier die Kraft-Wärme-Kopplung auch im Gebäudebestand, wenn es um Sanierung geht, wenn es darum geht, die NF einzuhalten, vielleicht auch das zukünftige E-Wärmeschutzgesetz. Auch da bietet die Kraft-Wärme-Kopplung sehr gute Ansätze, sehr gute Möglichkeiten. Und ich glaube, das gilt es, jetzt in Zukunft auch zu transportieren in die Fachhandwerkerschaft, auch in die Planer und Energieberater, dass wir alle am gleichen Strang ziehen, sodass wirklich das Potenzial auch tatsächlich gehoben werden kann. Ja. Wenn ich da eingreifen darf, was wir im Moment sehen, ist der Gedanke der Kraft-Wärme-Kopplung, der ist gerade im Fachplanerbereich eigentlich noch relativ wenig gestreut. Und der eigentliche Entscheider einer Anlageninvestition ab einem gewissen Investitionsvolumen ist in den allermeisten Fällen gar nicht mehr der Inhaber eines Geschäftes. Das ist der Berater, das ist der Consultant, das ist der Planer, das ist der Architekt, der bei dem letztendlichen Geldgeber, einem Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens, eines Hotels, eines Pflegeheimes, den Gedanken setzt. Und wir haben in dem Moment als Kraft-Wärme-Kopplungsanlagenhersteller verloren, wenn dieser Planer durch welche Arbeit oder welche Erfahrung auch immer zum Beispiel auf ein anderes System gepolt ist, auf eine elektrische Wärmepumpe, auf eine Solarthermie auf dem Dach, auf eine Außenhüllendämmung. Da muss, ich denke mal, da ist Herr Fuhl auch auf meiner Seite, noch viel mehr Arbeit geleistet werden, dass der Gedanke dieser Technologie verbreitet wird. Weil wir haben eine Technologie, die selbst im ungünstigsten Falle Primärenergieeinsparungen von 30% bringt, die bei anderen Technologien so nicht gegeben sind oder nur über die Krücke einer Umrechnung, dass wir jetzt Solarstrom nehmen oder in erneuerbaren Strom in einer elektrischen Wärmepumpe. Wir müssen gemeinsam noch viel mehr den Gedanken der Kraft-Wärme-Kopplung in die Entscheiderebene bringen. Aber eins ist klar, die NF 2016 oder vielleicht auch das neue Wärmeschutzgesetz, das quasi die NF mit dem E-Wärmegesetz verbinden soll, wird zu einer weiteren Verschärfung führen, letztendlich im Gebäude, im Neubaubereich. Vielleicht auch ein Ansatz, ähnlich wie es in Baden-Württemberg ist. Da hat man letztendlich auch den Bestand mit impliziert in das E-Wärmegesetz. In dem Moment, wo ein Betreiber eine Heizungsanlage oder eines Gebäudes eine Sanierung vornimmt, muss er sozusagen auch diese neue Wärmeschutzverordnungen erfüllen. Und das wäre übrigens auch ein Ansatz in Richtung klimaneutraler Gebäudebestand. Das heißt, nicht nur auf den Neubau das auszurichten, die zukünftige Gesetzgebung, sondern auch den Bestand bereits mit in die Planung mit reinzunehmen. Da könnte man nämlich letztendlich, wir haben 17 Millionen Gebäude in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Baubestand, der mit über 70% energetisch gesehen schlecht und ineffizient versorgt wird. Und da ist eigentlich der Ansatz, den wir machen müssen. Das heißt, wir müssen an den Gebäudebestand ran und müssen da letztendlich auch die Gesetzesgrundlagen schaffen. Und die könnten wir jetzt schaffen, weil jetzt steht die NF und das E-Wärmeschutzgesetz an. Das soll miteinander quasi verknüpft werden. Und dabei sollte man auch ruhig die Erfahrungen aus Baden-Württemberg zum Beispiel mit einfließen lassen, weil hier hätte man einen wirklichen quasi großen Ansatzpunkt, um den Gebäudebestand mit in die Sanierung mit reinzunehmen. Und die KWK, wenn wir sie mal angucken, die hat einen wirklich sehr niedrigen Primärenergieschubfaktor. Wenn man sich den mal anschaut, können sie heute eigentlich Gebäude mit der herkömmlichen Technologie eines normalen Kessels nicht mehr ausstatten, sondern sie müssen zusätzliche Anforderungen an die Gebäudehülle und so weiter führen. Das Ganze könnten sie mit Kraft-Wärme-Kopplung noch deutlich verbessern und erleichtern und auch kosteneffizienter gestalten. Und da sind wir dran, da gebe ich Ihnen recht, da müssen wir noch sehr viel mehr auf die Planer, Energieberater einwirken, dass denen bewusst wird, dass in Zukunft, wenn ich heute Gebäude saniere, es mit dezentraler Energieversorgung, mit KWK, deutlich einfacher, leichter und kostengünstiger wird, diese Ziele einzuhalten. Herr Behrens, so kostengünstig und in jedem Gebäude ein
Blockheizkraftwerk haben Sie eine ganz eigene Meinung. Ja, und zwar möchte ich da einmal darauf eingehen, das Beispiel Baden-Württemberg wurde genannt. Dort gibt es ja Verpflichtungen zur Sanierung des Gebäudebestandes. Ich möchte immer daran erinnern, unsere Wohnungsunternehmen haben die Aufgabe, kostengünstigen Wohnungsraum zur Verfügung zu stellen und eben auch für Mieter zur Verfügung zu stellen, die eben ein kleines und mittleres Einkommen haben. Und irgendjemand muss diese Sanierung, Modernisierung eben bezahlen. Und bei den Verpflichtungen ist es eben so, dass sie dort halt auf, ich sag's jetzt mal platt, auf Teufel komm raus, eben hohe energetische Ziele verfolgen, die sicherlich auch irgendwie erreichen können, aber dadurch eben die Nebenkosten, diese Modernisierung muss irgendjemand eben ja bezahlen tatsächlich. Und dann wird's umgelegt auf die Mieter und die müssen dann eben diese Sanierung bezahlen. Also irgendjemand muss hinterher dafür zahlen, ob er dann kann oder nicht. Und das ist eben das, was wir jetzt auch in Baden-Württemberg tatsächlich sehen. Dort sehen wir die Tendenz aus unseren Partnerverbänden, dass eben in modernisierten, gut gedämmten, gut technisch ausgerüsteten Häusern die wohnen, die es eben auch sich leisten können. Und dass die, die es sich nicht leisten können, eben an die Ränder der Ballungszentren in nicht vernünftig sanierte, modernisierte Häuser ziehen, weil eben dort noch eine geringe Miete zu zahlen ist. Und das ist eben eine Tendenz, die wir überhaupt nicht haben wollen, sondern wir sagen, wir möchten bitte dort sanieren, wo es auch vom Gebäudebestand her Sinn macht. Und wenn ich eben ein Gebäude aus der Gründerzeit habe, was vielleicht nicht ganz so gute Außenwände hat, die gedämmt sind, aber schön mit Stuck verziert und die Wohnungen sind nicht auf dem neuesten Stand, aber da kann ich vielleicht auch mit dem BHKW vernünftig eben eine Technik einbauen und kriege dadurch die Nebenkosten runter, habe aber kein Null-Energie-Häuser, kein Null-Energie-Gebäude, wahrscheinlich noch nicht mal ein KfW 70 Haus, aber ich habe eben dort etwas generiert, was eben eine vernünftige Miete und eine gute Wohnqualität hat, dann würde ich sagen, ist das der richtige Weg und nicht eben unbedingt alles klimaneutral herzustellen. Aber das ist das Ziel der Bundesregierung. Wer fordert, muss fördern. Richtig, da bin ich bei Ihnen. Richtig. Ja, am Mindest-Energiedämmstandard ist nicht zu rütteln, Frau Dr. Schalle, oder? Also die Beratung zur ENEF und EE Wärme G laufen gerade. Da kann ich mich hier nicht zu äußern. Da bitte ich um Verständnis. Da soll noch jetzt im Mai der Beschluss drüber gefasst werden, aber ich kenne auch selbst wirklich keinen Entwurf dazu. Aber um Ihre Frage zu beantworten, nein, da wird nicht dran zu rütteln sein, weil wir gehen, wenn wir die Klimaschutzziele ernst nehmen, und für die stehe ich ja vor allen Dingen hier, sozusagen, ja, das Haus ist auch Bauministerium, aber eben auch Klimaschutzministerium, gehen wir von einem CO2-neutralen Gebäudestand in 2050 aus und dann ist das klar, dass quasi bei der dieses Ziel nicht erreichbar ist, wenn ich quasi die Effizienzstandards lockere. Also ich glaube, das muss tatsächlich gebäudespezifisch beantwortet werden, was ich mache. Und derzeit hat natürlich die KWK noch ihre Berechtigung, absolut, ja. Also ich würde nicht sagen, dass die KWK jetzt dort schon quasi weichen muss, weil die Klimaschutzziele dem entgegenstehen. Irgendwann werden die Gebäude wahrscheinlich perspektivisch eher nach meiner Erwartung durch erneuerbar erzeugte Energien versorgt werden. Also sozusagen der Energiebedarf, der dann noch quasi übrig ist. Und quasi die sozialen Auswirkungen der Kosten, das hat quasi unser Haus auch im Blick. Das ist nicht so, dass wir da sagen, das quasi ist anderer Leute Zuständigkeit. Da mögen die sich Gedanken drüber machen. Sondern da gibt es auch Arbeitsgruppen wie quasi sozial gerechtes Wohnen und trotzdem Erfüllung der Klimaschutzziele zusammengebracht werden kann, weil ich denke, dass langfristig ja auch durch Energieeffizienzmaßnahmen die Kosten für die Bewirtschaftung des Gebäudes, insbesondere der Energiebedarf, ja sinken. Vielleicht ein Wort noch zu dem Thema. Wie sieht's in der Praxis aus?
wie kann sich die KWK da überhaupt durchsetzen gegenüber dem herkömmlichen Brennwertkesseln und so. Da haben wir eben auch festgestellt, ich kann da nur zustimmen, dass es eben häufig auch einfach daran liegt, gar nicht mal, dass die KWK zu teuer ist oder nicht geeignet fürs Gebäude, sondern einfach, dass sie gar nicht quasi im Portfolio drin ist, dass sie nicht bekannt ist oder nicht angeboten wird. Und da müssen wir auch ansetzen. Da sind die Hersteller gefragt, da ist der Vertrieb gefragt. Die Bundesregierung versucht durch Schulungen und sozusagen irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit da mehr Aufmerksamkeit zu schaffen im begrenzten Rahmen. Bisher muss man so sagen. Und dann noch als allerletztes sei mir noch ein Wort gestattet zu den Objektversorgungsstrukturen, weil Herr Fuhl das angesprochen hat. Da denken wir, dass es quasi nicht der richtige Weg ist, wenn man sagen würde, okay, wir reizen jetzt die Objektversorgungsstrukturen durch KWK an, also Objekt meine ich jetzt ein Gebäude oder ein Gewerbeareal oder so, indem wir dieses Gebäude oder Gewerbeareal von sonstig anfallenden Kosten wie beispielsweise EEG-Umlage, KWK-Umlage, sonstige Entgelte und so befreien. Das würde natürlich irgendwo einen Schub bringen, das stimmt. Aber da gebe ich wiederum zu bedenken, dass dann ja die Kosten, die für die Förderung dieser Technologien anfallen, fürs EEG und KWK, von anderen getragen werden müssten. Und da denken wir, das wäre dann vielleicht auch nicht so im Gesamtsystem so sinnvoll. Ne? Deswegen denke ich, dass das jetzt vielleicht nicht so der Weg werden wird. Aber interessant dazu auch, das wollen viele Wohnungsunternehmen gar nicht mehr. Also ich hatte vor 2 Wochen Gespräch mit Wohnungsunternehmen, wegen dieser Gewerbesteuer da waren, und das war gar nicht so deren Zielrichtung. Denen würde es schon sehr viel helfen, wenn der Rechtsrahmen quasi durch etwas Bürokratie und Verwaltungsabbau vereinfacht werden würde. Ich glaube, auch dann könnte man schon in dem Bereich sehr viel erreichen. Ja, beim Stichwort Vereinfachung fällt mir natürlich die wahrscheinlich unnütze Frage ein, ob jemals in Aussicht ist, dass man Förderung an die CO2-Reduzierung bindet. Gibt es da schon Modelle oder steht das überhaupt in Aussicht oder können wir es gleich vergessen? Können Sie noch mal spezifizieren, was für eine Förderung Sie vor Augen haben? Ja, unser aller Ziel ist ja die Emissionsminderung. Die CO2-Emissionen runterzubekommen. Aber ich sehe noch keine direkte keinen technologieneutralen Ansatz in direkter Verbindung zur CO2-Minimierung. Und ich habe auch noch von keinen politischen Aktionen in der Richtung. Wird sich da jeweils ändern an ENEF, EEG? Ach so. Also Sie meinen also auf das Gebäude Energieeffizienz bezogen. Okay, weil ansonsten wollte ich sagen, ich glaube, was alle kennen, eine klassische Förderung für CO2-Minimierung in der Stromwirtschaft ist das EEG. Ne? Also EEG-Anlagen werden natürlich gefördert, weil sie CO2 bei der Stromerzeugung vermeiden. Das trifft im Gebäude, bei den PV-Dachanlagen wäre das ein Beispiel. Bei der ENEF ist das nicht geplant. Das ist mein Kenntnisstand. Ja, da muss ich mal vorsichtig sein, jedenfalls, weil ich da nicht so stark involviert bin. Das hat auch einfach rechtliche Gründe. Die ENEF ist eigentlich am Ende des Tages ein Auswuchs von EU-Recht und die Gebäuderichtlinie quasi auf EU-Ebene konzentriert sich auf die Energieeffizienz am Gebäude und nicht so sehr auf die sozusagen Auswirkungen auf die CO2-Emissionen. Es gibt Überlegungen tatsächlich, im Rahmen der ENEF-EE-Wärme-G-Diskussion, ob man da so ein Element mit einfügt. Ich kenne die im Einzelnen nicht. Okay. Ich würde gerne noch mal etwas kurz zur ENEF sagen. Und zwar sehen wir im Augenblick, dass nachdem im letzten Jahr von unserer Bauministerin gesagt wurde, wir wollen zusehen, dass wir die nächste ENEF eben so gestalten, dass es nicht ein Weiter-so wie bisher ist, sondern dass wir eben gucken, wie können wir das Ganze vereinfachen. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Es wurde gesagt, wir richten eine Baukostensenkungskommission ein, die ihre Arbeit aufgenommen hat, die zahlreiche Studien genommen hat, was Kostensanierung, was Kostenmodernisierung, was kostet
kostengünstiger Neubau. Und dass dann jetzt eben ein Entwurf vorgestellt wurde von NF, NEG, Erneuerbare Energien, Wärmegesetz, von der Zusammenführung, wo es genau in die andere Richtung ging. Dass eben gesagt wurde, auch technisch ist das ein oder andere noch machbar für den primärenergetischen für die primärenergetische Komponente, da können wir jetzt eine Wärmepumpe einsetzen und dann passt das alles und wir rechnen das Ganze mal mit 1% Rendite auf 30 Jahre und dann ist das wirtschaftlich darstellbar. Das ist eben vollkommen ab jeglicher Realität, so rechnet kein Unternehmen und es ist genau entgegengesetzt von dem, was eigentlich gemacht werden sollte. Die Baukostensenkungskommission wurde überhaupt nicht eingebunden in diese Diskussion und da sind wir eben von der Wohnungswirtschaft sehr dankbar dafür, dass jetzt die Sonderbauministerkonferenz, die letzte Woche getagt hat, dass die eben dieses auch erkannt haben und gesagt haben, nee, so geht's nicht, so können wir nicht weitermachen. Dieses Papier würde uns nicht eben nach vorne bringen und das sehen wir eben von der Wohnungswirtschaft ähnlich. Ja, Herr Metz, wir hatten uns im Vorfeld auch unterhalten. Ich kam zu der prägnanten Zusammenfassung, Rechtsunsicherheit führt zu Investitionsunsicherheit. In der Industrie ist man auch nicht ganz glücklich über die Diskussion, wo die Politik hingeht, wie das Ganze mit EU-Recht zusammenhängt. Ihre konkreten Wünsche, wie würden Sie die formulieren? Alles schneller? Alles besser kommuniziert oder gar weniger kommuniziert? Ich denke da an die Ankündigungen von Förderungen, die wieder zu Investitionsstau führen. Wir haben ja im letzten Jahr einen deutlichen Einbruch der Verkaufszahlen der Kraft-Wärme-Kopplung gesehen. Wir als Hersteller führen das darauf zurück, dass der Versuch gemacht worden ist, offen zu kommunizieren, wie es mit der Förderlandschaft im KWKG 2016 weitergeht. Unglücklicherweise erwartet ein Investor einen sehr viel schnelleren Vorgang und eine sehr viel rechtssichere Aussage am Ende eines Prozesses. Die Diskussion hat sich ja mehr oder weniger über 1,5 Jahre in der Öffentlichkeit hingezogen. Das Statement Rechtsunsicherheit führt zu Investitionsunsicherheit und auch zu Investitionsstau, auch was Herr Fuhl vorhin angesprochen hat, wenn ich einen Sanierungsbestand oder eine Sanierungsumsetzungsquote von unter 1% habe und dann auch noch eine Rechtsunsicherheit zusätzlich schaffe, um zum Beispiel eine hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlage zu installieren, mit der ich Primärenergieziele setzen könnte. Da müssen wir aus einer Herstellersicht ganz klar sagen, bitte, und auch wenn es unglücklich ist, geht an die Öffentlichkeit, wenn das Verfahren in einem weiteren Weg ist. Bitte diskutiert nicht alles in der Öffentlichkeit aus. Lasst das unter Umständen die Verbände machen, mit den Fachgremien in der Politik. Aber bitte sorgt dafür, dass eine Diskussion, die zu einer Investitionszurückhaltung führt, so nicht wieder in die Öffentlichkeit kommt. Das Ergebnis ist ja gar nicht schlecht. Das KWKG 2016 in einem Größenordnungsbereich bis 50 oder 100 kW elektrischer Leistung, das ist ja eigentlich am Ende des Tages ein gutes Produkt, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Es ist jetzt noch nicht von der EU freigegeben, das ist jetzt wieder der Haken an der ganzen Geschichte, das übrigens sehr unglücklich ist. Aber grundsätzlich würden wir sagen, bitte geht eher in einer Ergebnisstufe später nach draußen mit Veröffentlichungen und lassen Sie die Diskussion, die viele Laien draußen auch gar nicht verstehen können, in den Fachgremien. Das wäre unser Wunsch. Das haben wir alle vernommen, danke. Ich habe aber auch vernommen, lieber später. Da fällt mir was ganz Böses dazu ein. Der Markt entwickelt sich ja immer weiter. Wir haben bisher nur über Kraft-Wärme-Kopplung geredet. Wir haben noch nicht über Kraft-Wärme-Kältekopplung gesprochen. Das fällt mir deshalb auf, weil es einen gewissen Trend darstellt. In Gewerbeimmobilien wird längst gekühlt. Wir haben die Sonneneinstrahlung. Wir müssen diese Gebäude kühlen und dieser Komfort, die Komfortklimatisierung breitet sich auch immer mehr in Privatgebäuden aus. Herr Fuhl, das passt doch irgendwie zu unserer Diskussion, oder? Auf alle Fälle. Schauen Sie mal heute Rechenzentren an.
ein Rechenzentrum, das eine konstante Temperatur auf 21 Grad Celsius halten muss, Sommer wie Winter, kommt ohne Kraftwärme, Kälte, Kopplung gar nicht mehr aus. Weil das ist das Effizienteste, was Sie hier letztendlich bereitstellen können und auch installieren können. Und wenn wir uns mal Gedanken machen, in Zukunft wird bei der Klimaerwärmung, die wir auch alle mitbekommen, wird letztendlich auch die Kühlung im Wohnbereich Einzug nehmen. Wir kennen es vom Automobil her. Noch vor 30 Jahren hat so gut wie niemand ein klimatisiertes Auto gefahren. Heute fährt jeder mit dem klimatisierten Auto. Und so ähnlich wird es auch im Wohnungsbaubereich sein. Das heißt, auch hier wird die Klimatisierung Einzug nehmen. Und da ist natürlicherweise die Kraft-Wärme-Kältekopplung ein guter Ansatz, weil sie letztendlich die hocheffiziente KWK, also die Vorteile der KWK, nämlich Stromerzeugung, mit der Kälte sozusagen im Einklang bringt. In den Sommermonaten, wo ich quasi keine Wärme brauche, aber Kälte brauche, das ist im Wohnungsbaubereich der Fall. Da habe ich nur noch die Trinkwasseraufbereitung, aber keine Heizung. Da bräuchte ich Kühlung. Da könnte die Kraft-Wärme-Kältung uns quasi hier deutlich Abhilfe schaffen. Das heißt auch zu einer Laufzeitverlängerung der Kraft-Wärme-Kopplung führen. Das heißt, die beiden würden sich wunderbar ergänzen. Und im Winter, da ist ganz klar, da steht natürlicherweise auch die Heizung und die Warmwasserbereitstellung auf. Und da ist natürlich die Dominanz der Kraft-Wärme-Kopplung da. Aber nicht zu vergessen natürlich mit der dezentralen Energieversorgung. Die möchte ich hier natürlicherweise auf alle Fälle mit ins Boot nehmen. Ich denke, es ist sozusagen keine Energieversorgung für sich allein, wird in Zukunft sozusagen hier die Lösung sein. Sondern es ist aus unserer Sicht die Kombination aus Kraft-Wärme-Kältekopplung plus dezentrale Energie, Photovoltaik und Wind. Und das zusammen in einer vernünftigen Kombination. Ich denke, das ist eigentlich die Zielrichtung, muss die Zielrichtung auch sein, dass wir letztendlich die Ziele, die wir uns alle stecken, nicht nur die Bundesregierung, sondern wir letztendlich ja auch, dass wir die tatsächlich auch erreichen können. Frau Dr. Schorle, erkennt die Politik den Strommehrbedarf durch Komfortklimatisierung als Trend und sehen Sie da Zusammenhänge? Als Trend im Grunde genommen, so wie Herr Fuhl schon schilderte, erstmal jetzt im gewerblichen Bereich, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, da ist das natürlich jetzt schon etabliert, große Bürokomplexe. In der privaten Wohnungswirtschaft sehen wir das jetzt noch nicht so, aber da wird sicher in Zukunft mehr mit zu rechnen sein. Es wird ja auch durchs KWKG schon gefördert, diese Technik. Ja, das ist damit einbegriffen. Dass wir das jetzt als Megatrend begreifen, wo die großen Strombedarfe herkommen künftig, nein. Da sehen wir im Verkehr- und Gebäudesektor ganz andere Bedarfe jenseits von KWKK. Ne? Das würde ich sagen, ist jetzt im Moment noch nicht so das Kernthema von dem Ganzen. Herr Behrens, müssen wir Sie ausschließen, weil das sozial nicht verträglich ist von Kosten her? Naja, ich würde mal sagen, also der Vergleich mit dem Auto, der hinkt ein bisschen. Ne? Die Hülle so eines Fahrzeugs ist ja doch ziemlich saumäßig gedämmt, eigentlich so gut wie gar nicht. So ein bisschen Schallschutzdämmung ist da drin, aber Wärmedämmung ist nicht vorhanden. Dass man dann da eben jetzt mit Klimakälte gegen angeht, das mag ja vielleicht noch gerechtfertigt sein. Aber bei unseren Gebäuden sehe ich also das eher als Nischenprodukt an. Wahrscheinlich im High-End-Bereich gleich angesiedelt, neben eben anderen Dingen wie smarte Technik und sowas. Also wirklich nur im ganz hochpreisigen Bereich. Es hat sich zumindest bisher herausgestellt, dass also gerade im Gebäudebestand der Einsatz eben von Kältetechnik über bestehende Wärmeanlagen oder auch neu eingerichtete Wärmeanlagen, die dann im Sommer eben Kälte erzeugen sollen, dass da einfach der Wirkungsgrad viel zu niedrig ist. Diese 1-2 Grad, die Sie da an Senke eben reinkriegen, das bringt einen nicht wirklich nach vorne. Also da sehe ich andere Dinge, wie eben auch über die NFJ, der sommerliche Wärmeschutz, der berechnet werden muss, dass man Gebäudeöffnungen, dass man die eben näher betrachtet, dass Verschattungen und sowas mit eingeplant werden. Also ich denke, da ist das Potenzial wesentlich höher und kostengünstiger, als eben das jetzt über die Technik zu machen. Also für mich ist es eine Nische und wird auch sicherlich so bleiben. Herr Metz, seitens der Industrie?
registrieren Sie Impulse durch die Kraft-Wärme-Kältekopplung? Wir sehen da schon ein deutlich größeres Potenzial, gerade wenn ich zum Beispiel Bürogebäude habe, die ganz andere innere Lasten haben, innere Wärmelasten als zum Beispiel ein Wohngebäude. Insofern bin ich d'accord, was mein Vorredner gerade gesagt hat. Wir sehen aber gerade auch im Bau den Trend zu immer mehr Glasfassaden. Und dahingehend viele Bestandsgebäude, gerade im Bereich öffentliche Gebäude, Banken, Dienstleistungszentren, Bürogebäude, wo auffällt, dass die Kältelasten gar nicht im Hochsommer sind, sondern die Kältelasten sind in den Übergangsjahreszeiten von März bis Mai und von September bis Oktober, weil dann unglücklicherweise die Sonne relativ tief steht und direkt die Gebäude aufheizt, was im Sommer gar nicht der Fall ist, weil sie eine senkrecht stehende Sommersonne mit sehr einfachen Mitteln, was gerade angesprochen worden ist, aus dem Gebäude heraushalten können. Wir sehen den Trend zur Kraft-Wärme-Kältekopplung durchaus. Wir sehen aber auch, dass die Umsetzung dieser Anlagen eigentlich nur dann stattfindet, wenn der Entscheider wirklich Lust auf diese Technologie hat. Wenn zum Beispiel auch ein Return on Investment nicht an allererster Stelle steht, sondern wenn der Entscheider sagen kann, ich möchte technologiegetrieben zeigen, zum Beispiel meinen Kunden, ich bin innovativ, habe selber ein innovatives Unternehmen, ich bin Dienstleister. Ich möchte auch nach außen treten können und sagen, ich habe eine hocheffiziente, zukunftssichere Lösung mit einer Kraft-Wärme-Kältekopplung. Mein BHKW macht mir im Winter die Wärme, den Brauchwarmwasserbedarf, wenn ich ihn dann habe im Sommer oder auch ganzjährig kühle ich zum Beispiel meine Server über eine Kraft-Wärme-Kältekopplung. Aber auch da sehen wir, dass dieses Mehrinvest einer Sorptionskälteanlage zum Beispiel eigentlich nur dann sauber abgedeckt werden kann, wenn ich mit dieser Kälteanlage Grundlasten abfahren kann. Das ist so das, was wir erkennen. Dann sind das aber durchaus hochinteressante Projekte, die auch immer in eine Wirtschaftlichkeit führen. Und da sind wir wieder beim Fachplaner, beim Architekten, beim Ingenieur. Der muss aber auch im Thema drin sein und seine Schubladen aufmachen oder sein Wissen erweitern und nicht nur Klimasplittgeräte notfallmäßig gedacht für die nächsten 3 Monate an irgendeine Wand nageln, um das mal ganz böse zu sagen. Und damit sind wir auch wieder bei Ihnen, Herr Fuhl. Seit 20 Jahren suchen wir den Systemintegrator. Ist immer noch keiner in Aussicht, der Gebäudetechniker, der sich über alle Gewerke auskennt und das die Techniken zusammenbringt. Ja, die Technik ist komplex, das haben wir ja schon festgestellt. Und deswegen wird es nicht den einen Gebäudeplaner geben, der die ganzen Gewerke sozusagen überschauen kann, sondern wir werden uns alle spezialisieren. Das ist einfach so. Das ist nicht nur in der Technologie so, das ist auch bei der Planung so. Aber ich wollte eigentlich an der Stelle noch einen wichtigen Punkt ansprechen, das Thema Elektromobilität. Auch das ist ein wichtiges Thema, das in Zukunft auf uns zukommen wird, dass wir dazu Sorge tragen, dass wir auch Energie bereitstellen müssen, und zwar vor Ort bereitstellen müssen. Und da denke ich mir bei der Elektromobilität, das Thema Sektorkopplung ist ja in aller Munde. Das heißt, Strom soll Wärme gemacht werden. Strom soll jetzt hergenommen werden, auch um Auto damit zu fahren, um Batterien aufzuladen. Und ich denke mal, wir werden in Zukunft einen deutlich höheren Stromverbrauch bekommen und auch und deswegen müssen wir diesen Stromverbrauch, den müssen wir versuchen an Ort und Stelle zu lösen und nicht über teure Netze. Auch die werden wir brauchen, ganz klar, um die dezentrale Energien in die Gebäude, in die Häuser zu bringen. Aber wir müssen uns klar werden, wir können hier nicht allein auf Technologien verhaften, sondern wir müssen uns Vorstellungen machen, wie können wir Energie vor Ort in ausreichendem Maße erzeugen, dass wir dann letztendlich auch bereitstellen. Weil das größte Problem, was entstehen kann, ist Stromspitzen. Gewaltige Stromspitzen, wie sie momentan auch Frankreich erlebt. Frankreich hat das Problem, im Winter enorme Stromspitzen oder im Sommer enorme Stromspitzen zu kriegen. Und mittlerweile geht die französische Regierung sogar dazu über, weg von den Stromerzeugungen, also quasi von den Stromverbrauchern zu gehen, nämlich hin zu Technologien, erneuerbaren Technologien und auch Kraft-Wärme-Kopplungstechnologien, weil sie eben sehen, dass wir, und dazu müssen wir auch uns Gedanken machen, diese Stromspitzen in unseren Netzen zu vermeiden. Und ich denke mal, da hilft auch die Kraft-Wärme-Kopplung,
nämlich die Netze zu stabilisieren und genügend und ausreichend Energie auch für die zukünftige Mobilität letztendlich bereitzustellen. Denn die Mobilität wird in Zukunft elektrisch werden. Da bin ich fest davon überzeugt. Und die Energie daraus, die können nicht allein nur die Dezentralen tragen, sondern da ist auch da ist die Kraft-Wärme-Kopplung gefragt. Und das ist ein weiterer Punkt, den wir mit in die Überlegung mit einbinden müssen. Das heißt, wir müssen uns klar werden, es ist nicht allein nur die Wohngebäude oder die Industrie, sondern es ist auch der Verkehr, die Mobilität, die wir mit berücksichtigen müssen in der zukünftigen Energieversorgung. Und das alles zusammen, das habe ich schon eingangs gesagt, wir müssen einfach mehr zusammenhängend denken und sagen, es gibt nicht die eine Lösung, sondern es ist sozusagen ein Zusammenspiel aus den verschiedensten Lösungen. Und da ist ganz klar, aus unserer Sicht trägt die Kraft-Wärme-Kopplung einen wesentlichen Beitrag dazu bei. Und wir gehen davon aus, dass wir sagen, in Zukunft wird es ohne Kraft-Wärme-Kopplung auch nicht gehen. Mhm. Danke. Frau Dr. Schalle, Sie sind der Meinung, ich habe es mir notiert hier, derzeit hat die Kraft-Wärme-Kopplung ihre Berechtigung. Was ist Ihr Zukunftsszenario? Wann hört derzeit auf? Ich kann mich da jetzt nicht auf ein Jahr festlegen. Wir lassen ja die Klimaziele rechnen, anders geht es ja nicht. Wenn man sagt, 2050 muss der Sektor Energiewirtschaft, Gebäude und Verkehr nahezu treibhausgasneutral sein, anders wird die Klimaziele, also 80-95% Minderung vom Sockel 1990 nicht erreichbar sein. Ja? Und da rechnen wir dann eben zurück, was muss passieren? Und die Antwort ist, dass die Energiewirtschaft und die Gebäudewirtschaft wie auch der Verkehrssektor, wir nehmen den jetzt hier einfach mal mit zu, weil jetzt ist er irgendwie, passt hier nicht ganz hin, aber egal, die müssen treibhausgasneutral sein. So, und deswegen einfach irgendwie die Frage, wie soll das mit der Kraft-Wärme-Kopplung gehen? Ich könnte mir vorstellen, das geht mit der Kraft-Wärme-Kopplung, wenn ich sozusagen methanisiertes erneuerbaren Gas dort nutze. Dann wäre das meines Erachtens mit der Treibhausgasneutralität denkbar. Mit fossilem Brennstoff, wie das ja jetzt herkömmlicherweise ist, also Erdgas in aller Regel, soll das quasi nach den Klimaschutzszenarien soll und kann das nicht mehr denkbar sein. Das ist quasi tatsächlich die Antwort darauf, ja. Also ohne ein Ja zu nennen, will ich jetzt aber auch sagen, dass ich auf jeden Fall, gerade im Gebäudebereich und so, da sehen wir auf jeden Fall bis 2030 Potenziale auch noch darüber hinaus, weil wir Stand derzeit mit den derzeitigen Energiebedarfen dort auf jeden Fall einen Effizienzvorteil mit KWK-Einsatz haben. Und auch in Zukunft, Frau Dr. Schalle. Wenn Sie sagen, Power to Gas, das ist das Schlagwort, das heißt, aus Wind und Sonne sozusagen Erdgas herzustellen, zu methanisieren. Wenn man sich überlegt, in Deutschland, der größte Speicher, den wir haben, ist unser Erdgasspeicher. Wir können 3 bis 4 Monate ohne Probleme, ohne Zuführung von außen, das heißt, wenn uns Putin den Hahn abdreht, können wir 3 bis 4 Monate Deutschland mit Energie, mit Erdgas versorgen. Und wenn es uns gelingt, genügend Wind und Photovoltaikanlagen zu bauen, das ist ja auch Ziel der Bundesregierung, dann können wir in den Zeiten, wo wir ein Überangebot an PV und Wind haben, genau das dazu herzunehmen und daraus Erdgas herzustellen. Das Erdgas können wir zwischenspeichern, dafür haben wir einen großen Speicher. Und in den Zeiten, da gebe ich Ihnen recht, Frau Dr. Schalle, wo wir eine Dunkelflaute haben, wo wir nicht genügend Energie aus Wind und Photovoltaik zur Verfügung steht, dann können wir das Erdgas wieder hernehmen. In dem Fall wäre es sogar ein erneuerbares Erdgas und letztendlich das in die Kraft-Wärme-Kopplung reinstecken oder in GOD-Kraftwerke und damit sozusagen zur Versorgungssicherheit der Stromversorgung in Deutschland bereitstellen. Und auch die Mobilität damit letztendlich berücksichtigen. Das ist ein Ansatz, Frau Dr. Schalle. Aus unserer Sicht stehen wir ganz klar dazu und wir sagen, das ist ein Weg, eine Weichenstellung, der sich hoffentlich auch die Bundesregierung letztendlich auch anschließt. Und damit wird die Kraft-Wärme-Kopplung plötzlich erneuerbar. Hoffen wir es. Ja, das hoffen wir alle. Von wir haben wir sehr viel gehört. Vorher rede ich noch über mich selber. Ich bin zufrieden. Wir sind
haben positiv angefangen, wir haben optimistisch aufgehört. Und zum Stichwort fällt mir immer wieder auf, jeder von uns muss was tun. Jeder einzelne Planer, Anlagenbauer, Gerätehersteller und auch Sie im Auditorium. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich, Frau Dr. Schalle, meine Herren, und würde jetzt gerne noch Fragen zulassen, wenn Sie welche haben. Gibt es Fragen? Dann komme ich zu Ihnen mit dem Mikrofon. Alle Wünsche sind glücklich. Mich würde mal interessieren, warum man Großindustriebetriebe nach wie vor hoch subventioniert, obwohl ja die Energiepreise dramatisch gesunken sind. Und damit auslöst, dass Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplung nahezu nicht mehr passiert. Also mir persönlich geht es so, ich komme aus dem Bereich, ich bin Planer für diese Technik, Kraft-Wärme-Kältekopplung seit 1999. Und ich habe jetzt das zweite Mal das Problem, dass Kraft-Wärme-Kopplung auf Null gefahren wird, egal in welcher Größenordnung, ob das jetzt ein mittelständischer Betrieb ist oder ob das ein Großindustriebetrieb ist. Alle sagen mir, die Energiepreise sind so günstig, wir wollen uns das im Moment nicht antun. Wir haben keine Manpower. Das ist das Wort, was ich jetzt die letzte Zeit sehr häufig höre. Wir haben keine Manpower, diese Anlagen anzugehen. Vielleicht mal in ein, zwei Jahren, aber... So, und jetzt höre ich, dass also die Gesetze so geändert sind, dass das nochmal obendrauf kommt, dass hier der Anreiz, ich sag mal, kaputt gemacht worden ist, um größere, ich spreche jetzt von etwas größeren KWK-Anlagen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die ja für die Industrie sehr, sehr interessant sind und sich auch wirklich rechnen zwischen 2 und 4 Jahren. Und das sollte man doch mal irgendwie überlegen, ob man das nicht besser machen kann als bisher. Da sprechen Sie aus unserer Seele heraus, ganz klar. Aber ich denke mal, dass es die Großindustrie geschafft hat, der Bundesregierung klarzumachen, dass wenn sie an den Strompreisen etwas ändert, das heißt, wenn sie die Großindustrie mitbeteiligt, an der EEG-Umlage zum Beispiel oder an höheren Stromkosten, dass dann diese Industrie abwandert aus Deutschland. Ich glaube, das ist immer so dieses dablungende Schwert, das hinten dran hängt, so nach dem Motto, in dem Moment, wo du an dem Strompreis was änderst, dann sind wir gegenüber dem Wettbewerb im Ausland nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das bedeutet, wir müssen die Industriezweige in Deutschland schließen. Arbeitsplatzabbau etc. Ich denke, das ist ein starkes Argument, das bis jetzt die Bundesregierung davor abgeschreckt hat, vielleicht die Großindustrie etwas stärker auch an die Solidargemeinschaft mit heranzuführen, was die EEG-Umlage betrifft und auch andere Themen. Aber ich gebe Ihnen recht. Der Profiteur der letzten Jahre ist die Großindustrie gewesen. Aus günstigen Großhandelspreisen, die in den letzten 3 bis 4 Jahren fast um 50% gesunken sind und gleichzeitig auch noch teilweise oder in großem Stil auch sozusagen von der Befreiung von Abgaben und Umlagen. Wenn ich da ganz kurz ergänzen darf, etwas wurde die sogenannte Großindustrie durch die letzte EEG-Novelle an die Solidargemeinschaft schon etwas herangeführt. Mhm. Dieser Prozess wird auch weiter im Blick behalten, so auszutarieren, was mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einerseits ist. Es betrifft ja eben Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen und die Schienenbahnen, die muss man noch dazu nehmen. Und andererseits, was sich hemmend auf Energieeffizienzanstrengungen auswirkt. Das ist schon ein Thema, was durchaus nicht übersehen wurde, sondern im Blick ist und wo auch immer sozusagen geschaut wird, okay, haben wir da jetzt ein Hemmnis? Ja, führt das dazu, dass Effizienzanstrengungen einfach unterbleiben? Und ja, das wird wieder nachgesteuert wahrscheinlich. Vielleicht noch ein Punkt, und zwar die großen und mittelständischen Unternehmen haben sich jetzt alle zertifizieren lassen nach 50.001. Das Ergebnis ist, dass sie viel Geld ausgegeben haben für eine Situation, dass sie jetzt wissen, wo die Energieströme hingehen. Aber sie haben noch nicht einen KW gespart. Hätten sie das Geld verpflichtend
Und jetzt das Ergebnis ist noch, dass Sie jetzt aufgrund dieser Zertifizierung die Stromsteuererstattung beantragen können und auch bekommen in Milliardenhöhe. So, würde man dieses Geld umleiten in eine Verpflichtung, dass die Leute, dass man den Leuten sagt, so, wenn ihr jetzt wisst, wo die Energieströme hingehen und ihr eine Möglichkeit habt, über KWK mindestens die Kosten zu erwirtschaften für euren eigenen Strom, dann müsst ihr das machen. Ihr werdet nach wie vor so lange subventioniert, bis diese Anlage steht. Und dann weiß man ja, deswegen ist ja auch das KWK-Gesetz entsprechend geändert worden, dass Großanlagen sich selbst rechnen ohne diese Zuschüsse. Und da müsste man jetzt eine Verpflichtung reinmachen. Das Ergebnis wäre, wir brauchten solche Riesentrassen von Nord nach Süden, brauchten wir nicht mehr, wenn die Großindustrie, die, die wirklich täglich 24 Stunden den Großenergiebedarf haben, mal verpflichtet würden, hier zu investieren. Und dann, denke ich mal, würde sich vieles andere würde sich von selbst auflösen. Also eine Verpflichtung in Kraft-Wärme-Kopplung oder auch andere Erzeugungstechnologien zu investieren, sehe ich jetzt aus verschiedenen rechtlichen Gründen schwierig. Zur Anforderung in der Stromsteuer und im EEG so eine Zertifizierung nach ISO vorzunehmen, sozusagen, das ist ja ein erster Schritt, dass man quasi diese Anforderung formuliert, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass jedes Unternehmen, das Stromkosten einfach auf der Rechnung hat und seien sie jetzt auch geringer, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, trotzdem bemüht sein wird, diese Kosten nun nicht irgendwie einfach so laufen zu lassen, sondern man sich ja auch um Kostenreduktion und Kosteneffizienz da bemüht. Und letzten Endes bereitet das natürlich auch so ein bisschen darauf vor, vielleicht auch perspektivisch mal Lastflexibilisierungspotenziale heben zu können. Auch das ist so ein Gedanke, wo bevor man solche Potenziale anreizen oder heben kann, ja auch erstmal die Analyse steht, ja, was habe ich für Stromverbräuche, wann, wie, wo und so weiter. Und das, in dem Kontext sehe ich diese Verpflichtung. Deshalb denke ich, dass die ihren berechtigten Sinn hat. Ja. Ich denke auch, wir können dann bilateral noch weiter diskutieren. Vielleicht noch weitere Fragen, wenn sich aus diesem Austausch und Abklopfen der Möglichkeiten, wenn ich das mal so ausdrücken darf, noch neuere Aspekte oder andere Aspekte ergeben haben. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, beenden wir diese aus meiner Sicht sehr interessante Diskussionsrunde. Ich danke nochmal allen auf dem Podium. Ich danke allen, die aufmerksam zugehört haben, diskutiert haben. Und wünsche noch einen angenehmen Messetag. Natürlich zunächst erstmal bei uns auf dem Stand, aber dann gerne auch woanders. Schönen Tag noch.